Rumstedt mit den kleinen Netwindanlagen und eine Windwirbel, aber die stehen alle still, sehe ich gerade. So, aber die Schätzchen. Sind hier eine Saaleplatte. Die stand auch drin. Geil. Wo siehst du sowas noch? Fantastisch. Ich hoffe, ich komme mal bis ran. Ich fahre es mal bis hinter zu dieser Netwind. Genau, hier ist so eine Firma noch. Eine Lagerwelle stand hier auch mal, die haben sie aber zurückgebaut. Ich kann ja gleich nochmal alles vorlesen, was das für Typen an Anlagen sind hier. Hier geht's hier drin. Schweineweg, naja, passt. Richtig alte Kiste ist das noch. Geil. So, da haben wir die gute. Das ist eine Netwind 44 mit 500 kW. Und dann haben wir noch eine Windworld hier stehen, 4100 mit 500 kW. Das ist Wurmstedt hier. Das ist hier errichtet auf einem ehemaligen Militärgelände. Eine Lagerwelle LW 30 250 sowie eine Netwind NW 44 wurden mittlerweile demontiert, steht hier. Also waren es drei Netwind. Okay. Oh, die ist noch im Betrieb. Ja, cool. Das ist meine erste Netwind. Rasmus, das sind die, die unsere Südwind abgerissen haben. Rasmus, genau. Die sind das. Die haben unsere Südwind abgerissen. Das weiß ich noch. Oder abgebaut. Geil, ey. Richtiges altes Eisenschwein. Nur, dass sie jetzt nicht dreht, ist schade. Aber okay. Mal gucken, ob ich noch zu den anderen komme. Ich weiß auch nicht, von wann die sind. Vielleicht hat jemand Infos dazu, wie alt die schon sind. Die werden schon ihr Alter haben. Hier guckst, was das für kleine spielerischen Schrauben sind. Im Gegensatz zu den riesengroßen jetzt bei den Großanlagen. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Die sind wirklich ganz schön klein, muss ich sagen. Ah, ich glaube, ich denke mal, die ist noch in Betrieb, die Anlage. Das wird sie noch sein. Wenn das windig ist, dann geht die bestimmt richtig ab. Naja. Hui, jetzt will ich hier mal den Berg schnell hoch. Sieht man sie noch ein bisschen besser? Geil. So, hier hinten ist so eine Solar Valley. Da siehst du noch die anderen Netwind. Herrlich. Jo. Schöne Aussicht hast du hier oben. Da hinten steht noch eine E40. Da. Und da sind schon die nächsten Anlagen. Die nächsten großen. Da ist doch noch was ganz fettes, großes. Das ist doch noch 150er da hinten. Das sieht doch bald so aus. Eieiei. Die drehen sich sogar. So, ich hatte jetzt eine schöne Aufnahme gemacht mit der Drohne hier. Also um die 65 Meter Nahmhöhe hat die auf jeden Fall hier. Die gibt es mit 50, 55 und 65 Meter Nahmhöhe, wenn das jetzt so stimmt, laut Internet. Ja. Gut, dann war es das hier vom Wurmstedt mit den Netwindanlagen und der Windwirt. Ja. Alles klar.